Kein Speicherpunkt? Kein Speicherpunkt. Huh. Dann müsste ich tatsächlich kurz vor dem Schrein selbst, also quasi, ja, doch da, wo das Siegel da gebrochen wird oder so ähnlich. Ah, okay, das kommt noch. Ja, okay. Vielleicht kommt danach dann der Speicherpunkt. Devila. Popola. Oh, look. You made it. We've been waiting for so long. Why are you doing this? It began 1300 years ago. Humanity, finding itself on the brink of extinction, undertook a last-ditch rescue plan called Project Gestalt. Ach so. Hier wurde schon gesagt, wann das angefangen hat. Gestalt? Do you still not remember, Grimoire Weiss? Then let's give you a refresher. Die habe ich ja schon mal gelesen. Weiß! Mein... Mein... I remember. Devila. Popola. You are not human. In fact... Oh no. Yeah, sometimes the truth can be a real bitch. You want to finish that thought for him, sister? All of us, every person standing in this room, are mere shells created by the true humans. Das wurde, glaube ich, auch zuvor schon gesagt, richtig? Dann habe ich es wohl einfach schlichtweg vergessen. What are you saying? You still don't get it? You aren't human. So then humans, I mean the true humans, are extinct? No. They still live on. You know them as shades. Each shade is a twisted remnant of what was once a human being. Crazy, huh? Now let's skip the part where you stand there with your mouths agape and just get down to business. Wait. Wait. Ich glaube, diesen einen Punkt, den sie ja gerade sagte, dass quasi, oder was er sagte, dass jeder Schatten so ein verdrehter Überrest von dem ist, was Mensch mal war. Ich glaube, den Part habe ich irgendwie komplett vergessen. Sorry, but we're gonna be needing that shell of yours. The rightful owner has been waiting for a very long time. Please don't be angry with us. We are only doing our duty. Our endless existences have a single purpose. To control the lives of others in accordance with the will of the true humans. You have your own motives, your own desires. And we have ours. I fear it really is just that simple. Don't speak such foolishness. Sorry. You and us, we're the same. Tools in the hands of a master. No, I'm nothing like you. Ich weiß nicht, ob der Damage-Buff sich großartig lohnt, wenn die ganze Zeit halt sich wegporten. Minimal vielleicht, aber größtenteils. What? Oh, come on. Nein! Oh, shit. Ja, und tschüss. Oder wenn sowas passiert. Ja.
Ich glaube, mein Buff ist sowieso jetzt schon wieder weg. Sag ich ja, das hat sich nicht gelohnt irgendwie. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Das kannst du genauso gut einfach normal angreifen. Ist sie da hinten am Rumdancen? Okay, während die da irgendwelche Spirenzchen macht, ist die hier quasi im Nahkampf, oder was? Die ist die Casterin, die einfach rumdanzt. Während sie hier das Mädel fürs Grobe ist. Okay. Ja, wenn man schon irgendwelche Leute umbringt, warum dann nicht? Während man Spaß hat, während man danzt. Muss ja nicht alles immer so bierernst sein, ne? Wobei, ich will was gucken. Kann ich hier rauf? Nein, kann ich nicht. Warte mal, tauschen die Plätze? Was ist das nicht die hier gerade mit den langen Haaren? Nicht sicher. Ist ja auch egal. Cutscene? Hallo? Müsste da nicht langsam mal was kommen? Spiel? Das Mädel hat keine Gesundheit mehr. Oh, die haben wirklich die Plätze scheinbar getauscht. Oder was? Die haben scheinbar wirklich die Plätze getauscht und ich hatte quasi dann Popola die ganze Zeit vor mir dann. Popola, are you crying? No, don't die. You know, Popola, I understand now why we're twins. It's because we were born without souls. Devila, I can't stop the bleeding. Oh God, I can't stop it. This world is too lonely for one without a soul. There's too much emptiness. Our souls are missing. And yet somehow our tears still work. It's kind of weird. Sorry, sis. I love you. Devila! Devila! Don't you go! No, no, I can't be alone! Devila! Popola, let's stop this now. Stop? Stop? Now you want to stop? You think you...
perjury to stop? You cut down my sister like a goddamn animal, and now you want to stop? Bulbula, wait! It doesn't have to- No one stops! It's way too late to stop! No one stops! Please, don't do this, Bulbula! You and Devila were like parents to me! Those two have watched the world wither for time immemorial. Cruelness of such a fate is difficult to imagine. I don't want to do this! I don't want to fight her! Stop bitching and start fighting! It's the only way! Was ich mir ein bisschen frage ist, bei einem Automata heißt ja auch Devola Popula. Sind die hier dann irgendwie auch künstliche Menschen, Androiden oder quasi so eine Art Vorstufe von Androiden? Oder sind die einfach schlichtweg irgendwie, ja weiß ich nicht, modifizierte Menschen, genetisch modifizierte Menschen, die einfach sehr lange leben? Oder vielleicht hat es auch quasi mit den Dingensbums zu tun, mit Projektgestalt. Dass die quasi vielleicht auch einfach immer wieder neue Hüllen haben? Kann ja auch sein. Und die man dann in Automata hat, sind dann quasi Androiden, die diesen beiden hier nachempfunden sind, ohne aber dem Problem hier. Irgendwie so eine Richtung vielleicht. Wer weiß, wie das genau oder eigentlich ist mit den beiden. No stopping. No stopping ever. Weil die sagt dir, die kann die Blutung nicht stoppen, kannst aber kein Blut sehen. The bridge! Blast! We're trapped. I've got an idea! I fear we're done for. It'll be all right. You know, when I was young, I hated my eyes. And now that I'm older, I hate what my body has become. But there's something else there now. Something like pride, you know? I mean, without all this, I couldn't have become your friend. Goodbye, my friends. Thank you for everything. Emil. For so long, all I could do was destroy. But now, I have a chance to save something. No! Now get going, okay? Emil. Don't worry about me. I'm gonna be fine. Emil! Emil! Emil, you jackass, get back here! Emil! Oh dear. Kaine's so unstable, and Vice can't stop arguing with people. I hope they can hold it together once I'm gone. Well, I guess they'll just have to learn. I want to see you again. I want to see all of you again. Just one more time. I'm scared.
Reihe. Und da hat er wieder ins Gras gebissen. Ach, guck mal an. Neue Cutscene? Ist das eine neue Cutscene? Ich glaube ja. Lass mich mal raten, dann ist Fassad deswegen im Laufe der Zeit Bach untergegangen, einfach weil der König zum Beispiel nicht mehr da war und danach alles irgendwie aus dem Ruder lief. Oder vielleicht ist es auch einfach wegen den ganzen Regeln zugrunde gegangen. Das ist viel Blut. Und dass er überhaupt noch was machen konnte. Bevor er bewusstlos oder so ähnlich war. Benommen. Benommen, bewusstlos. Schwach. Oh, hier gibt's keinen Okay. Ist noch ein bisschen. Keine Kisten? Dafür Gegner. Ja, geil. Waren die vorher auch schon da? Falls ja, dann habe ich's vergessen. Okay, jetzt kommen die Dicken.
Waren hier nicht vorher Items? Ich meine, hier waren vorher Items gewesen. Hat man die jetzt ersetzt durch Gegner oder was? Oder ich habe komplett vergessen, kann auch sein. Ach, da kommt doch jetzt der Speicherpunkt, richtig? Kein Speicherpunkt? Ah, dafür noch mehr Gegner, ja geil. Ach, klar. Super, vielen Dank. Vielen Dank für gar nichts. Billig Sonic. Rollst durch die Gegend. Wie so eine Kuh, die Treppe runtergefallen ist. Merkwürdiges Bild. Aber das ist jetzt schwer, den richtigen zu finden. Wenn ich denn hinkommen würde. Na toll. So viel auf dem Boden am Liegen, kannst nicht mal auswählen, wer der richtige ist. Level 34. Ich habe 90.000 im Laufe der Zeit bekommen. Holy shit. 90.000 Erfahrungspunkte. 90.000 Erfahrungspunkte im Laufe des Schreins und dann auch nur der Part hier, wo ich jetzt die ganzen Gegner kaputt machen konnte? Oder zählte das Tagebuch auch? Hätte ich darauf achten müssen, ob das Tagebuch auch irgendwelche Erfahrungspunkte gab. Ha. Ich denke mal, das Tagebuch ist nicht wichtig. Aber das ist doof zu... ja, das ist doof, weil jetzt ist... Jetzt weiß man quasi, wo man speichern kann und das ist dann halt ganz am Anfang. Bevor man Devola und Popola zum Beispiel zum ersten Mal begegnete im Kampf. Bevor man die Tauben angelabert hat. Ja. Ordentliches Stück, was man dann machen darf. This ends here. Strike hard. Hold nothing back. How could a mere tool hope to stand against the Shadow Lord?
Don't speak in such a manner, fool. I am nothing like you. Nope, du rollst hier nicht durch die Gegend. No, impossible! Doch, possible! Verdammt, Mann. Okay, der Buch ist schon mal weg vom Fenster. Be careful. I know. Hey, Sunshine. I ain't certain about this, but I think your heart is evolving. The hate is gone. The sadness is gone. It's just a bunch of white light now. What the hell's going on here? Can't tell, Tyrant. You're not the only voice in my life anymore. I've experienced fear, hate, and no sympathy. I'm a curse. A freak. I know that. But guess what? He still accepts me. He still forgives me. Oh, come on. You're doing this for him? I'm tired of this world and everybody in it. But I'll become his sword one last time. Huh. Okay. Hat er jetzt die ganze Zeit zu weniger Damage bekommen aufgrund wegen dem Geblubber da oben? Weiss, you all right? Naturally, I am as fit as a fish. Der kriegt so dermaßen wenig Damage, höchstwahrscheinlich wegen dem Geblubber, oder? Ja, jetzt kriegt er auf einmal mehr Damage, ja, wahrscheinlich wegen dem Gerede. Toll, also mein Damage-Buff ist quasi im Nichts verpufft, weil, wir müssen reden. Das Spiel hat sich hingesetzt und hat mir gesagt, wir müssen reden. Toll. Ja, und jetzt kriegt er relativ gut auf die Fresse. So wie es den Anschein hat. Oh, ich kann den auch durch die Gegend schleudern? Interessant, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, mein Damage-Buff ist wieder weg, kann das sein? Aber ich sehe da irgendwie noch dieses komische Flimmern. Oder Glimmen an mir. Ah, jetzt ist es weg. Ah, God damn it. Hat zumindest nicht lange gedauert, Billa an dieselbe Stelle zu kommen. Okay, gut. Ist jetzt der Part, wo die Kraft mir genommen wird und ich muss zu dem hin?
brother. Yoda. Please, just stop. I don't want to do this anymore. I don't need someone else's body. I don't want it. There's another girl inside this body. I can hear her. She won't stop crying. She says she wants to see her brother. Yoda's been possessed? This girl loves her brother too, just as much as I do. It's not right, you know? It's not right that she can't see him. It's you, isn't it? Yes, it's me. Let's go home. The shade that possessed her is gone. Kaine, watch over Yoda for me. You understand your sadness? You think I'm gonna sympathize with you? I swore to protect my sister and my friends. If someone puts them in danger, they must stand aside or be cut down. Now come on! Let's finish this! Da frage ich mich doch dann so ein bisschen. Ich meine, Yoda war mit ihrem Schatten wieder verbunden. What's wrong? Freaking me out here, Vice. What are you doing? Come some. Do it! Strike the killing blow! Die war mit ihrem Schatten wieder verbunden. Demzufolge sollte ja quasi dann theoretisch wieder alles normal sein und die Schatten können dann im Licht wandeln, weil sie sind quasi mit ihrem Körper verbunden. Richtig? Blöd ist halt nur, dass halt wohl, weil das so lange Zeit verstrichen ist, scheinbar beide mittlerweile eigene Wesen sind. Was Probleme verursachen könnte. Wie man sieht an Kaine, Yoda. Ja. Und wenn sie aber im Licht ist, obwohl sie im Körper drin ist, dann
scheint sie immer noch quasi verbrannt werden zu können. Und entsprechend auch zu sterben. Also Schatten-Yona in dem Fall. Was ein bisschen komisch ist. Oder war quasi einfach die Verbindung noch nicht wirklich vollständig, weil quasi immer noch original oder beziehungsweise nicht Schatten-Yona, sondern Hüllen-Yona. Hört sich komisch an. Noch da war. Die man quasi von Anfang an halt kennt. Weil die noch da war und nicht quasi komplett assimiliert worden ist, ist... Oder, ja. Funktioniert das einfach nicht? Oh, was? One moment, please. You okay? Fine, just fine. Alright, no, I'm not. Vice. It seems some headstrong idiot has decided to push me beyond my limits. I should have taken that job as a cookbook when I had the chance. Vice, I'm sorry. I'm sorry. Only joking. I hate cookbooks. But... Let's go. Out of the way. I have one final task to fulfill. Where are you going? Why, to stop him, of course. Huh? But after that, it's up to you. Only you can see this battle to its conclusion. I wish you luck, my friend. You can't. I swore I'd always fight by your side. You are an exceedingly stubborn lad. You know that, yes? Perhaps that's why I've so enjoyed our time together. But I fear this is where our journey ends. Vice! Oh, and remember what I told you about using my full name. Well, forget it. I've grown rather fond of Vice. Vice. I knew you'd come around. Don't let it go to your head now. Ja, ja, geh jetzt in die ewige Bibliothek. Ach. Oder kann es vielleicht auch einfach sein, was ich vorhin gesagt hatte mit Schatten und Höhle sind quasi so lange voneinander getrennt gewesen, dass sie halt eigene Individuen wurden, dass genau das Problem war? Und deswegen nichts mehr kompatibel ist? Kann ja auch sein. I have something to defend. I have a reason to live. Shut up. Oder ist das Ende C? Ich entscheide mich, ihn zu killen. Ich entscheide mich nicht, ihn zu killen. Entweder er oder keine. Ja, entweder er oder keine. Keine. Oh.
Hier wieder? What? Oh wait, das sind die ursprünglichen. Here. You can have this cookie. Die, die man ganz am Anfang gespielt hatte. Don't worry about it, Yona. I'm already full. This again? That's what you said yesterday. You haven't been eating anything lately. Come on. At least take half. Thanks. Aber wie genau sind die zu Schatten geworden? Hat man die irgendwann aufgegabelt und deren Seele vom Körper getrennt? Thanks for always being there for me. Oh, here. I brought your half. Thanks, Yona. Okay. Kommt da noch was danach? Kam da was danach? Ja, ne, da kam doch was danach, oder? Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ein bisschen komisch, dass jetzt quasi das mit Yona hier, die Hüllen-Yona, dass da jetzt keine Cutscene kam, aber ich glaube deswegen, weil man das ja bereits kennt. Und jetzt hat man quasi das von Schatten-Yona gesehen. Ja. Und ich glaube, da kam jetzt, glaube ich, dann noch danach irgendwas, richtig? Nicht hundertprozentig sicher. Nicht hundertprozentig sicher. Oh, aber das zweite Ende erreicht. Oh Mann. Auch wieder 6,5 Stunden hier fast am Stream. Oh Mann. Das merke ich langsam. Ich habe so einen Hunger. Oh Mann. Aber dann scheint es ja irgendwie so zu sein, dass wenn die Schatten sterben, dass sie nicht tot sind, sondern irgendwie woanders sind? Irgendwie so eine Richtung scheinbar. Ah, Mann, der Husten ist echt nervig heute. Keine Ahnung, was damit los ist. Oder ist es die Runenpest? Nee, die Runenpest wird das wahrscheinlich nicht gewesen sein. Oder? Verwandelt die Runenpest Hüllen nach und nach in Schatten? Nee. Ich glaube, die hat sie einfach umgebracht. Denke ich mir mal. Da vermute ich mal wirklich, dass irgendwann mal die beiden da aufgegabelt worden sind. Oder vielleicht war das, bevor alles zerstört worden war, dass die dann dieses Prozedere da durchgemacht haben, wodurch dann deren Seele von Körper getrennt wird und dadurch eventuell von der Ruhmpest bewahrt worden sind? Theoretisch? Ah. Maybe. Oder diese Runenpest ist eine Form von Verfallsdatum.
Die Hülle hat quasi ihr Verfallsdatum langsam erreicht und muss dringend mit dem Körper verbunden, mit der Seele verbunden werden. Weil wenn das nicht passiert, dann kaputt. Wer weiß. Vielleicht wird das noch irgendwie in die Neue erläutert. Oder ich habe irgendwas verpeilt die ganze Zeit. Und irgendjemand schreit die ganze Zeit auch schon, sag mal, das stand doch da, das wurde doch im Spiel erzählt. Und ich einfach nur, ich habe keine Ahnung, was das Spiel mir sagen will. Aber ich glaube, es ist wichtig. I don't know. Hat das Spiel was gesagt? Kann ich das beschleunigen? Nee, ne? Na, das kann ich nicht beschleunigen. Aber wir sind bei S angekommen, also sollte das Alphabet ja gleich zu Ende sein, ne? Ach ja. Ich denke mal, Ende C dürfte relativ schnell gehen. Kann ich vielleicht eventuell jetzt schon gerade mal ganz kurz nachgucken, ob da irgendwie großartig was anders ist? Wo ist das hier? Da, C. Da steht jetzt nur Ende. Das ist jetzt blöd. Weil ich will jetzt nicht wissen, wie das Ende ist. Ende interessiert mich jetzt gerade in dem Fall nicht. Ich will nur quasi wissen, welche Unterschiede es gibt. Oh, es geht zu Ende. Warte mal ganz kurz. Ich will das wieder groß machen bei mir. Jetzt geht größer! Danke. Sister's body holds up. Körper. Kinda hard to move when you're just ahead. Ja, vor allen Dingen in der Wüste. I wonder where everybody is. I can't wait to see them again. But before that can happen, there's some stuff I gotta do first. Like finding a body. Or at least some legs. I sure hope Kaine and Vice haven't killed each other yet. I swear, you leave him alone for 1 minute. Aber warum? Der schwebt doch durch die Gegend. Braucht er dazu seinen knochigen Hintern umzuschweben? Oder wie da weit? Oder ist quasi auch ein Teil der Macht irgendwie im Skelett gewesen und das ist jetzt flöten gegangen und entsprechend kann er jetzt nicht durch die Gegend schweben. I don't know. Kein Schimmer, wie das da genau ist. Den Bildschirm zum Speichern der... Ja. Ende C. Nachhallende Erinnerungen. Hole dir im Spiel alle Waffen, damit du eine letzte Entscheidung treffen kannst, die Einfluss auf die Geschichte hat. Habe ich bereits. Okay. Okay. Lass mich mal raten. Ich guck mal kurz rein in den Speicherstand. Bin bei der Bibliothek. Was genau muss ich machen? Oder kriege ich jetzt wieder den Text vor die Nase gestellt, wo ich dann circa eine Stunde oder noch mehr am Lesen bin? Whenever I interacted with Kaine, I was reminded about something from my past. Maybe
My mind has been confusing her with my sister this whole time. Anyway. Kriege ich jetzt wieder Text? Vor dir liegen ein tiefer Traum, eine dunkle Vergangenheit und eine wunderschöne Tragödie. In keines Erinnerung abtauchen? Nein. Das finde ich nice, dass du das skippen kannst dann. Das ist wirklich nice. Kannst du dir das nochmal angucken? Oder einen Scheiß drauf geben? Ah, jetzt kommt der dämliche Kampf schon wieder. Ja, den mache ich jetzt nicht. The beast approaches. Das ist schön für dich. Gut, das mache ich jetzt nicht, wie gesagt. Gut. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich noch fix nachgucken. Hätte ich vielleicht früher machen sollen, ob da jetzt irgendwas großartig anders ist. Wobei kann ich das vielleicht jetzt noch kurz lesen? Lotus Saber, most of the cutscenes remain the same as the previous playthrough. However, once in a while between story missions, you retreated to conversation between... Oh. Okay, also lohnt sich eventuell, das dann im Stream zu machen, weil offenbar irgendwie zwischen den Story-Missionen gibt's dann wohl irgendwelche Konversationen zwischen Devola und Popola offenbar? Scheinbar. So wie das aussieht. Na gut, was muss ich aber machen, um dann zu machen, um dann das Ende C zu erreichen? Okay, ich muss also killen. Gut. Na gut. Klappe zu, Spiel. Ich habe keinen Bock, dass du irgendwelchen Sound hier von dir gibst. Und ich mache jetzt hier finito. Oh ja, Ende 2 erreicht. Ende 3 dürfte dann wahrscheinlich ein bisschen auf sich warten lassen. Oh, ich kann aber die ganzen... Kann ich die ganzen Cutscenes überspringen? Gucken. Vielleicht. Eventuell. Das würde dann Sachen beschleunigen. Was bedeutet, dass ich eventuell beim nächsten Mal Ende C und D erreichen könnte? Aber womöglich vielleicht nicht Ende F. Mal gucken. Mal gucken. Erstmal machen, erstmal sehen. Und dann mal gucken, wie es weitergeht, ne? Gut, ich mache jetzt hier finito. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal dann wieder, ne? Bye bye. Und hoffentlich ohne den dämlichen Husten. Naja, gut. Tschüssikowski.